Jetzt gehen wir das entscheidende Match. Dieses Game, was ihr jetzt sehen werdet, ist eines der knappesten E-Sports-Games, die ihr je gesehen habt und gleichzeitig ein unfassbar krankes, geiles Matchup. Alles oder nichts in der 1 Million Dollar Clash Royale League Stage 3 hat mittlerweile angefangen. Die Top 28 Spieler haben sich dafür qualifiziert. Ihr habt es wahrscheinlich schon in den letzten Tagen gesehen, wenn ihr es noch nicht angeschaut habt. Die erste Stage war die Clash Royale League 20 Sieges Challenge. Das haben relativ viele geschafft. Ich glaube, knapp 3000 Menschen. Und dann ging es in das Leaderboard-System, wo die Top 28 weitergekommen ist. Und heute muss man Top 32 kommen, um weiterhin die Chance zu haben, sich für die Clash Royale League World Finals in Helsinki zu qualifizieren, wo am Ende die Top 10 dieser Stage weiterkommen. Also wichtig, 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 alles auch nichts. Wenn ich heute rausfliege, bin ich bei den World Finals 100% nicht dabei. Also Spannung garantiert. Wenn ihr solche Videos in Zukunft nicht verpassen wollt, gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Auch gerne an Critic und Morten denken. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit diesem absolut intensen Gameplay. So, hier starten wir rein. Wir fangen an. Es ist ein Double Elimination Bracket. Das heißt, man darf zweimal verlieren. Und am Ende geht es darum, dann halt unter die Top 32 besten Spieler der ganzen Welt zu kommen. Und die ganzen anderen, 128 minus 32, könnt ihr gerade selbst ausrechnen, werden sich halt nicht qualifizieren und werden so mit rausfliegen. Das heißt natürlich für mich ganz, ganz wichtig, dass ich halt, dass ich mich qualifiziere. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ich darf ein Game verlieren, weil ich dann ins Lower Bracket komme, aber natürlich will man das nicht. Ich muss insgesamt zwei Spiele gewinnen, weil dadurch, dass ich Platz 15 bekommen, hatte ich in der ersten Runde einen Freilos. Das heißt, jetzt spielen wir gegen Leo Vargas. Leo Vargas, ein Spieler, den vielleicht viele von euch aus Ladder kennen, wenn ihr meine Ladder-Push-Videos verfolgt. Ein Spieler, der unfassbar gut ist mit einem bestimmten Deck. Und das ist Lockbait. Er ist wahrscheinlich der beste Lockbait-Spieler mit Kanonenkarre, Band und Darkwood. Das heißt, wenn man allgemein über Lockbait spricht, muss man sagen, Wily ist auf jeden Fall der Beste. Aber was ihn so stark macht, ist diese Lockbait-Bridge-Variante. Damit ist er absolut stark, damit finisht er jede einzelne Season am höchsten. Und muss man wirklich sagen, das ist wirklich sein Deck, was er am meisten spielt. Und da wusste ich, okay, darauf muss ich auf jeden Fall aufbauen. Das heißt, wir spielen schon im ersten Game Deck, wo ich sagen muss, klar, ich habe Delivery Lock raus, ich habe wirklich gute Antworten, aber er spielt es jetzt nicht. Aber das war natürlich vorbereitet. Das heißt, wir haben jedes unserer Decks, ist einigermaßen gut gegen das Lockbait-Deck. Das Deck ist natürlich deutlich besser, weil wir haben Bombenturm, weil es wirklich sehr, sehr gut ist gegen die Brückenspam-Antworten und damit haben wir die Antwort gegen die ganzen Brückenspam-Truppen. Wir haben die Delivery, gut gegen Bait, Lock gegen Bait, Scaly's Firespirit killt Kobold vs. Floors, das heißt, wir haben wirklich sehr gute Antworten. Aber gleichzeitig haben wir auch viel gegen Lavon, weil ich gesehen habe, dass er relativ viel Lavon spielt. In der ersten Runde, by the way, hat er Xpedo rausgehauen. Viele OGs, die schon länger Clash Royale E-Sports verfolgen sollten, Xpedo kennt auch einer der krassesten Spieler, ja, E-Sports-Spieler, die es so je gab. So, was ich jetzt hier machen werde, ist einfach relaxen. Ich glaube, ich habe überlegt, meine Ability zu spielen, wäre vielleicht smart gewesen, aber ich dachte mir in der Situation, okay, ich möchte meine Ability gerne aufbalten und vielleicht eine Offensive was machen, jetzt kann ich immerhin die Flying Machine töten. Also war okay, aber war jetzt auch nicht optimal. So, ich zeige jetzt hier mein Holz durch, es ist ein Dual-System, Best of 3, das heißt, man kann jede Karte nur einmal spielen und man muss die Decks vorher eingeben. Das heißt zum Beispiel, jetzt kann ich nicht mein zweites Deck noch ändern, weil ich sehe, okay, er spielt jetzt Lava und dann brauche ich keinen, sagen wir jetzt mal, Phantom-Deck mehr. Alle Decks sind so, musst du vorher abgeben, die vier Decks, und dann gehst du ins Game und musst halt hoffen, dass du gute Matchups erwischst und dass du gleichzeitig auch besser spielst als der Gegner. So, jetzt sehen wir wirklich eine gute Defense, bringe jetzt hier rein mit Firespirit. Der Bombenturm ist auch wirklich underrated. Ich hatte normalerweise ja in dem Deck die Kanonen drin, aber gegen Lava und gegen Brückenspam ist der Bombenturm deutlich, deutlich effektiver, wie ihr auch sehen könnt. Diese Bombenturmbombe kriegt so krank viel Value. Und trotzdem, obwohl die so viel Value bekommt, die Queen am Start, weiß es trotzdem so viel Damage. Und unser Turm wird auf 470 AP gechippt, aber generell geht das auf jeden Fall relativ gut klar. So, auf jeden Fall jetzt hier gibt es die Königsschweine auf der rechten Seite, die machen einen guten Job. Und ich wusste, okay, selbst wenn er jetzt den Turm auf der linken Seite bekommt, natürlich versuche ich ihn noch zu verteidigen, würde ich seinen Turm wahrscheinlich auf der linken Seite auch bekommen. Damit gehen wir jetzt ins Game. Er hat den Turm nicht bekommen. 1-0. Jetzt brauchen wir ein weiteres Game, um uns für die das hoffentlich finale Game uns zu qualifizieren. Natürlich, wenn wir das Game jetzt verlieren sollten, dann müssen wir ins Lower Bracket. Aber selbst wenn ich das Game jetzt gewinne und das nächste verliere, dann wäre ich natürlich auch im Lower Bracket. Das heißt, das ist so ein bisschen das Schwierige an dem Format. Ich brauche nicht unbedingt zwei Games jetzt. Wenn ich das Game jetzt gewinne, das nächste verliere, brauche ich wieder mehr Games. Weil halt Lower Bracket, Upper Bracket ist, denke ich, recht einfach. Und man kann natürlich sagen jetzt, okay, Leo Vargas ist jetzt vielleicht nicht der beste komplette Spieler aller Zeiten. Aber man muss sagen, dass es sich auf jeden Fall nicht einfach ist zu qualifizieren. Es gibt sehr, sehr viele Top-Spieler, die sich nicht qualifizieren. Ein Beispiel ist Obisam, mein Teamkollege, einer der besten Spieler der Welt, konnte sich nicht qualifizieren. Und ja, das zeigt eigentlich schon, wie schwierig das Format wirklich ist, dass auch wirklich viele gute Spieler darunter leiden mussten. Und halt nicht sich um die Top 128 Spieler qualifizieren konnte. Und gleichzeitig hat man sich natürlich es auch verdient,
höher zu kommen und gleichzeitig auch schlechte Gegner zu facen, weil desto höher man gekommen ist, desto erstens hatte man eine Runde frei, wie ich in der ersten Runde, weil ich halt auf Platz 15 gesetzt wurde, und zweitens hat man auch gegen Gegner gespielt, die weiter unten sind. Das heißt, wenn du zum Beispiel Platz 128 gespielt hast oder geworden bist, musstest du gegen Leute spielen, die in den Top 10 gefinisht sind. Ist relativ einfach zu erklären, macht wenig auch Sinn, finde ich auch fair, dass Leute dann auch, die wirklich in der Stage höher gefinisht haben als andere, damit belohnt werden und nicht so schwere Gegner facen, beziehungsweise deutlich schwierige Gegner, wenn man halt weiter hinten gefaced ist, gefinished ist. Das Matchup hier, ein Matchup, wo ich sagen muss, da war ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie es war. Ich habe mir das Deck jetzt herausgepickt, weil ich dachte, okay, es ist einfach ein solides Deck, es macht mir Spaß zu spielen, ich fühle mich comfortable mit dem Deck und ich wusste, selbst wenn er jetzt den Bait spielt, was denke ich, man denkt halt immer so, es ist zu obvious, dass er Bait spielt, aber gleichzeitig muss man auch sagen, okay, es ist ein All-or-Nothing-Game, zumindest in diesem Best of 3. Klar, er kann auch im Lower Bracket spielen und gleichzeitig ist manchmal die offensichtlichste Entscheidung, die smarteste. So, wir gehen jetzt hier mit rein mit Eisgäste. Eisgäste ist wirklich solide und ihr könnt jetzt hier sehen, der Infernturm macht jetzt hier wirklich einen guten Job. Wir haben keinen Lock in unserem Deck und trotzdem würde ich sagen, wir haben gute Antworten. Natürlich, Golden Knight habe ich extra reingenommen. Normalerweise war die Valkyrie drin im Deck, habe ich extra reingenommen, weil ich mir dachte, okay, ist relativ sinnvoll gegen seine Rescues. Das heißt, seine Rescues kann er eigentlich gefühlt gar nicht spielen. Das ist schon mal wichtig, weil seine Art von Brückenspam, seine Art von Lockbait, es geht wirklich mit dem Koboldfrost darum, die Spells rauszubait und dann aggressiv zu sein. Darkwinds, Cannon Card, Rescues, damit will er Damage machen. Nicht mit dem Koboldfrost und am Ende natürlich mit dem Rocket Tiger. Das heißt, wenn ich schon mal meinen Golden Knight auf dem Feld habe, der ist wirklich unfassbar gut gegen Brückenspammer. Klar, die Valkyrie auch, aber da finde ich ihn noch ein bisschen, ja, anfälliger, vor allem wenn ich sie manchmal hinten spielen muss und natürlich der 3-Karten-Zeiger hilft. Kleiner Nachteil natürlich am Golden Knight ist, wenn man den Golden Knight einmal auf dem Feld hat, kann man ihn nicht zurückzeigen. Das heißt, ich werde nie in der Lage sein, zum Beispiel 2 Golden Knights auf dem Feld zu haben, was natürlich der Vorteil ab und zu mit der Valkyrie ist. So, er bringt jetzt hier die Band rein. Guards auch wirklich eine sehr gute Choice. Man könnte auch sagen, man könnte Skarmi in den Deck spielen, Spear Goblins. Aber ich habe mich extra für die Guards entschieden, beziehungsweise ich und mein Coach, Julzi. Weil er halt auch relativ viel Agi Mother Witch gespielt hat. Und gegen Mother Witch möchtest du nicht wirklich sowas wie Spielgums haben. Der Drill war ein bisschen gemisplaced, kommt trotzdem irgendwie Lucky in Kobold durch. Es ist halt einfach Drill, ne? Drill, der kommt irgendwie immer durch. So, jetzt bringen wir hier rechts die Ability rein. Der dasht auf jeden Fall gut und das ist halt so der Vorteil. Das heißt, wenn du einen Golden Knight nach hinten spielst, hast du immer auch die Ability. Wenn du eine Valkyrie nach hinten cyclest und der Gegner spielt mit Cannon Card Darkwinds rein, dann hast du meistens Probleme. Und das hat man hier, denke ich, ganz gut gesehen, dass der Golden Knight hier mit der Ability wirklich einen sehr guten Job gemacht hat. Was ihr jetzt sehen könnt, ist ein perfekter Eisgeist. Und dieser Eisgeist sah vielleicht nicht so big aus, aber durch den haben wir 300, 400 extra Damage bekommen. Und das ist auf jeden Fall hilfreich. So, nächster Magic Arch jetzt defensiv. Jetzt gehen wir hier rein. Und ich glaube, jetzt gibt es hier gute Guards. Die Guards sind auf jeden Fall solide. Killen das. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Das war ein bisschen unlucky. Ich dachte eigentlich, dass die Bandit sterben würde. Jetzt muss ich hier einen Tornado bringen. Der Tornado war wirklich sehr, sehr gut. Zum Glück ist die Princess gestorben. Jetzt bringe ich hier meinen Snowball. Und das ist wirklich so ein perfektes Game, wo man sieht, klar, ich habe die richtigen Antworten, aber ich kann euch auch sagen, wenn der Gameplan anders ist, dann verliere ich das 10 von 10 Games. Folgendermaßen müsst ihr dieses Matchup spielen. Oder warum? Ja, warum das Game so gut gespielt war, ist, oder beziehungsweise warum das Matchup so gut aussieht, by the way, smarter Golden Knight von mir, hat sich ein extra relativ hochgespielt, um die Rocket zu baiten und dann mit der Ability reinzugehen, dass, ja, ihr einfach defensiv spielt. Wir wollen defensiv spielen. Das ist auch das erste Mal, dass er seine Rescues wirklich spielen kann. Ihr wollt defensiv spielen. Wenn ich das Matchup nicht defensiv spiele, meine Truppen hinten spiele, ihm zu viel Value gehe, ihr seht jetzt einmal, jetzt macht er den guten Prince, der Gegner ist extrem gut und erfahren mit dem Deck, dann haben wir ein Problem. Das heißt, wir wollen passiv spielen, wir wollen unsere Truppen hinten platzieren. Und wir wollen warten. Und jetzt könnte man sagen, okay, du liegst hinten. Es ist jetzt Triple Elixir Time. Das ist alles zum Gameplan. Es geht nicht darum, einen Elixiervorsprung zu integrieren. Immer, na klar, Elixiervorsprung ist geil. Damage-Vorteil ist auch geil. Aber manchmal ist es auch okay, wenn ein Game so geht. Weil ich weiß, ab Triple Elixir Time habe ich den Vorteil. Und wenn ihr wisst, dass ihr den Vorteil in der 3 von Elixir Time mit eurem Deck gegenüber anderen Decks habt, klar, es ist relativ obvious. Mit zum Beispiel einem Golem Deck habt ihr gegen Psyche Decks meistens den Vorteil in 3 von Elixir Zeit. Weil ihr einen größeren Push aufbauen könnt. Ganz einfach gesagt. Oder mit anderen Decks. Aber, das müssen wir halt gut ausnutzen, aber in manchen Decks müsst ihr halt eine einfache mehr Damage bekommen, zum Beispiel er jetzt. Und ich weiß, er muss am Anfang etwas aggressiver spielen, vielleicht gibt er uns damit die Chance reinzugehen. Oder wie ihr jetzt hier sehen könnt, wir spielen das ganze Game passiv, haben jetzt einmal eine gute Situation, haben den einen Magic Archer auf dem Feld, der killt sozusagen das, die Truppen, die der andere Magic Archer jetzt hier gerade wegtankt. Und dadurch haben wir jetzt eine ganz gute Situation. Ihr seht jetzt hier, die Kobolde gehen nochmal in den Turm. Jetzt geht es einfach nur darum, einen Golden in die Mitte zu spielen. Ich spiele jetzt noch einen weiteren Drill auf den Turm, einfach nur um den maximalen Damage zu machen, noch ein bisschen Druck zu erzeugen. Und das ist hiermit das Game, was uns das hoffentlich ins Finale bringen wird. Wir wollen jetzt ein weiteres Best of 3 Duels Format gegen Enderji, einen der besten Semipros auf der ganzen Welt, gewinnen. Und dann gehören wir zu den Top 32 besten Spielen der Welt und haben eine Chance, uns weiterhin für die Clash Royale League 1 Million $ CL Final zu qualifizieren. So, Leute, wir stehen jetzt hier 1-0 im entscheidenden Best of 3 versus Enderji. Das erste Game war ein Hawk versus Skelly King Tornado Freeze Graveyard Skeleton Army Deck, also ein relativ weirdes Deck, muss ich wirklich sagen, war einfach ein sehr, sehr gutes Matchup für mich. Das heißt, das Game will ich noch nicht unbedingt zeigen.
Das war nicht wirklich intense, das war eigentlich relativ früh. Er hat irgendwie nur 500, 600 Damage bekommen. Wir haben das Game relativ früh gewonnen. Er hat auch ein, zwei kleine Fehler gemacht. So, wie spielst du Lava und warum? Inferno Dragon raus, Baby Dragon raus, Freeze raus, Tornado raus und Greybeard raus. Viele Antworten, die wirklich gut gegen uns sind, aber er hat die Archer Queen noch. By the way, das ist jetzt ein satisfying Mighty Miner. Und im Game mache ich einen Nicht-Pro-Play. Also ich mache keinen überragenden Play und ich mache einen Fehler, der wirklich, wirklich groß ist. So, wir sehen jetzt hier kurz die Analyse. So, wir wissen, was er macht. Wir haben den Elixier-Vorsprung aufgrund der Skelette, das wissen wir. Wir haben gute Value bekommen, vor allem mit der Mighty Miner Ability. Aber ich weiß, ich habe nichts auf dem Boden. Er weiß es auch. Ich weiß, er hat Lock. Und jetzt sehen wir gleich einen Play, den ich hätte machen müssen. Dann denkt man gar nicht drüber nach, wie kann ich das jetzt am smartesten verteidigen. Könnt ihr jetzt kurz überlegen? 5 Sekunden. Okay, vorbei. Und könnt jetzt sagen, dass er jetzt der beste Play wäre. Und der beste Play wäre genau 3, 2, 1 jetzt gewesen, den Giant Skelly zu zappen. Weil wenn ich jetzt das Giant Skelly zappe, wird der Tombstone noch Skelly spawnen und gleichzeitig ist er nicht One-Shot vom Log. Weil durch den Skelly King Shot jetzt ist er One-Shot vom Log, weil er halt instant angreift. Und mein Tombstone ist tot. Ich kann jetzt mal Labon reinbringen, aber durch den Zap hätte ich meinen Turm full life am Leben gehabt und ich hätte weiterhin einen plus 1 Elixier-Vorsprung gehabt. Das heißt, wir hätten gar keinen Damage kassiert und ich hätte einen Elixier-Vorsprung weiterhin gehabt und jetzt habe ich natürlich einen plus 3 Elixier-Vorsprung, aber auch gleichzeitig so viel weniger Damage. Nächster Fehler. Lava Loon in der Situation zu spielen, ich frage mich, warum ich das gemacht habe. Im Nachhinein macht es keinen Sinn. Ich habe mich dafür gehasst, weil nachdem ich den Ballon gespielt habe, dachte ich mir so, fuck, was mache ich denn? Er spielt doch Koboldbohrer. Er wird doch jetzt Koboldbohrer einfach an den King machen. Und das genau das macht. Ich habe jetzt noch versucht, irgendwie mit dem Mega Minion was zu machen. Was wäre der richtige Play gewesen? Lava Hund, dann Mega Minion dahinter. Und dann gucken, was er macht. Wenn er dann irgendwie eine schlechte Kanone bringt, dann kann ich ihm auch einen Ballon bringen. Ich kann auch einen Ballon Opposite Lane bringen. Ich hatte viele Situationen, ich hatte viele Plays, die ich in der Situation hätte machen können, aber das war der schlechteste mit Abstand. Ihr könnt sehen, ich kriege sogar noch relativ viel Damage. Also ist jetzt nicht so, dass ich das Game jetzt hier instant verliere, aber die Situation ist natürlich richtig, richtig ass. Müssen wir einfach sagen, der Kingtop von ihm ist an. Generell einfach nicht so gut. Und ich wusste, okay, das Matchup an sich ist auf jeden Fall für ihn. Er countert mich. Feuerball Cycle mit Queen. Das Matchup habe ich auch oftmals aus der Perspektive des Drill-Spielers gespielt. Deswegen wusste ich, okay, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Matchup. Aber trotzdem willst du nicht wegen solchen Fehlern Games verlieren. Du kannst es auf Matchup schieben, ja. Aber auch wenn ich das jetzt perfekt gespielt hätte und verloren hätte, dann wäre es natürlich ein ganz anderes Gefühl für mich gewesen in der Situation als ein Game, was zwar ein schlechtes Matchup ist, aber du trotzdem viele Fehler gemacht hast. Das ist, denke ich, relativ klar, richtig. Ihr wollt natürlich trotzdem euer Bestes spielen. Und wenn ihr gut spielt und verliert, dann habt ihr trotzdem auch so ein ganz anderes Mindset, weil ihr da wisst, okay, ich spiele gar gutes Clash Royale, aber ich verliere. So, jetzt könnt ihr auch sehen, mein Cycle ist übelst räudig so, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich hätte vielleicht auch jetzt einfach hier meinen Zap auf die Queen spielen sollen, anstatt Ballon hinten, weil jetzt habe ich gehofft, okay, die Queen stirbt, dann Lava und davor und dann haben wir vielleicht einen Tower Trade. Aber selbst dann, guckt euch den rechten Turm an, ich muss das Cheesecake durchlaufen lassen. Jetzt hätte ich, glaube ich, in der Situation einfach einen Feuerball auf die Kanone spielen sollen, weil dann wäre der Lava Loon Push direkt am Turm gewesen. Und dann Mega Man. Das heißt, anstatt Mighty Miner Feuerball, dann Mega Man auf die Queen und hätten wir wahrscheinlich seinen Turm bekommen. Aber ich muss auch generell sagen, ich weiß nicht, ob ich bei 1-1 das Game noch gewonnen hätte. Und damit steht es jetzt 1-1 hier gegen Ender G. Und jetzt gehen wir das entscheidende Match. Komme ich ins Lower Bracket, habe ich jetzt wirklich Angst, wenn ich das nächste Spiel verlieren sollte, raus zu sein aus der CL und alle Leistungen davor sind komplett weg. Oder gewinne ich das Spiel und bin unter den Top 32 besten Spielern der Welt. Dieses Game, was ihr jetzt sehen werdet, ist eines der knappesten E-Sports-Games, die ihr je gesehen habt und gleichzeitig ein unfassbar krankes, geiles Matchup, was ihr unbedingt sehen solltet, weil das ist ein Matchup, wo ich sagen muss, dass ich glaube, normalerweise nicht gewinnen sollte. Er spielt jetzt hier sein Golden Knight hinten und ich wusste, okay, fuck, Bruder, er hat kein Drill mehr, das könnte 3M sein, bitte kein 3M, bitte, bitte kein 3M. Und ich wusste direkt, er wird gleich seine 3, oder ich hatte Angst, dass er jetzt seine 3M spielen wird, weil er nichts setzt. Und ich wusste, er wird jetzt läuft, jetzt voll. 8, 9, 10, ich sehe die 3M und ich kotze. Das Problem ist nicht, sind nicht die 3M. By the way, good game jetzt hier schon, sag ich gleich noch was dazu. Zudem sind nicht die 3M. Das Problem ist die Elixierpumpe. Ich kann nichts gegen die Elixierpumpe machen. Ein weiteres Problem ist, er wird die Elixierpumpe spielen. Und ich, ja, man denkt jetzt so, okay, du spielst Elixierpumpe, ich spiele Horgis zum Druck machen. Ich bekomme Damage. Und das ist okay, richtig, man tradet Elixier gegen Damage, aber das Problem ist, folgendermaßen, wenn ich meine Hoggies an die Brücke spiele und er spielt dann zum Beispiel eine Golden Knight drauf, könnte er immer noch seine Pumpe spiegeln, weil du halt kein Golden Knight spielen kannst, oder er verteidigt mit Ghost und dann muss ich den Ghost noch verteidigen, das heißt, ich habe einen Elixier-Nachteil, ich bekomme ein bisschen Damage, aber ich muss noch mehr Elixier committen, um seinen Ghost zu verteidigen, das heißt, ist es eigentlich gar nicht worth it. Das war jetzt zum Beispiel ein relativ smarter Split, ich supporte ein Zappy mit drei Hoggies, zwei Zappys mit einem
Dings und ich wusste, der einzige smarte Play, den er machen kann, ist sein Elite-Überwatzen. Das war also Split, das war ein relativ guter Play und ich wollte eigentlich nur sicher gehen in der Situation, das war für mich das Wichtigste, dass ich erstens seine E-Wubs relativ gut gecleant bekomme, zweitens, dass er extrem viel Elixier trotz einem Defense wasten muss und drittens, dass er sein Golden Knight nicht spielt, weil ihr kennt es alle. Gegner spielt eine Pumpe, ihr pressured, Gegner setzt Golden Knight, du musst Golden Knight noch verteidigen, ihr Ability übelst nervig und dann spielt er die nächste Pumpe. Game over. Wenn er in der Situation in der Lage gewesen wäre, seine Pumpe zu spiegeln, hätte ich verloren. Das heißt, ich musste es spielen, wie ich es gespielt habe. Und es geht wirklich darum, allgemeiner Tipp, gegen drei Musketierdecks, gegen Spiegeldecks, gegen Pumpendecks, ihr wollt Damage zulassen. Ihr wollt Damage zulassen. Ihr müsst Damage zulassen, weil ein Damage-Elixier, oder beziehungsweise Elixier ist eine Resource, Elixier ist eine Ressource, die ihr investieren könnt. Und vor allem, wenn ihr XD-Nachteil habt, er wird Damage bekommen. Er wird Damage bekommen. Es geht nur darum, nicht zu overdefenden. Weil wenn ihr overdefendet, wenn ihr zum Beispiel jetzt auch einen Fischer reinquetscht, um gegen den Musketier, wir kennen es alle, haben wir ein Problem. So, relativ smarte Hoggies jetzt hier, weil ich wusste, okay, ich kann rechts relativ günstig verteidigen. Ich will nicht, dass er irgendwas spiegelt. Und das G-Scale Level 13 sollte man nicht unterschätzen. Die Bombe macht wirklich viel Damage. Normal G-Scale, die Bombe ist geil, ja, aber sie macht jetzt nicht ultra viel. Und jetzt könnt ihr genau sehen, was ich meine. So, Ghost hinten. Wir lassen jetzt den Golden Knight dashen. Ist fein. Warum? Weil ich einfach Damage zulassen muss in der Situation, wenn er seine Pumpe spielt. Jetzt ein bisschen annervig, dass wir jetzt hier keine E-Wubs-Cycle haben. Ich meine keine Warlocks. Und er geht jetzt hier rein. Was ich jetzt versuche, ein bisschen immer ready zu halten, ist meine Pfeile Spiegel. Aber ich denke, ich zeige jetzt einfach mein nächstes G-Scale nach hinten. Er spielt jetzt hier 3M. Habe ich mich dazu entschieden, die Pfeile links drauf zu spielen. Denke ich, ist relativ solider Play, relativ smart. So, ich spiele jetzt hier meinen Fischer einfach low, wie gesagt, wieder Damage zulassen. Warum soll ich meinen Fischer hochspielen und dadurch die Möglichkeit geben, wieder Druck auf meinen Fischer aufzubauen, als wenn ich meinen Fischer low spiele, das Game kontrolliere und gleichzeitig noch einen Fischer habe, der am Leben ist. Jetzt mache ich den größten Fehler und den einzigen Fehler, den ich im ganzen Game gemacht habe, sonst muss ich wirklich sagen, es war picture perfect gespielt, gute Anleitung, gut umgesetzt, der Schrank steht, habe ich hier meine Mutterhexe vor den G-Scale gespielt. Das Gute ist jetzt aber, was jetzt ein bisschen lucky war, ist, dass der Hoggy nicht gespawnt wäre. Wäre der Hoggy in der Situation gespawnt, ich hatte so Angst, dann wären die drei Musketiere nicht in die G-Scale-Bombe gelaufen. Und ihr werdet jetzt genau sehen, warum das der Schlüssel zum Erfolg ist. Ich habe jetzt rechts mein G-Scale gespiegelt und ihr könnt jetzt genau sehen. Stellt euch vor, jetzt wären die drei Musketiere full life. Over, over. Und jetzt gibt es die wahrscheinlich wichtigste, die wichtigste Clash Royale Defense in 2022 für mich im E-Sports. Fischer low. Ghost hin. Der Fischer kriegt den weiteren Hit. Jetzt geht's darum. Gib mir 6 Elixier. Ich hab's gar nicht gesehen. Guckt euch rechts das G-Scale an. Rechts das G-Scale macht unfassbar viel Damage. Und bevor der Elite-Bar den letzten Hit bekommt, kriegen wir das G-Scale, die reinquetschen. Wir gewinnen das Spiel gegen Energy G. Und da war der Druck mal sowas von weg von meinen Schultern. Ich war sowas von hyped. Ich war sowas von glücklich. Ich war so lange nicht mehr so glücklich in Clash Royale, dass ich dieses Spiel gewonnen habe. Und wir haben weiterhin die Chance, 1 Million Dollar Preisgeld zu gewinnen. Außerdem haben wir schon 3000 Dollar, soweit ich weiß, sicher. Nimm mal mit, Digga. Nimm mal auf jeden Fall mit. Danke für euren ganzen Support und all, die mich motivieren, die alle, dass ihr mich supporten. Das ist wirklich sehr, sehr appreciated. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr mehr E-Sports-Coin sehen wollt, einer letzte, die letzten Videos, fast 40.000 Aufrufe, sehr, sehr geil. 100% einen Daumen nach oben lasst, in die Kommentare schreibt, Kanal abonnieren, mit euren Freunden teilen, alles, was ihr macht. Und dann würde ich sagen, danke für den ganzen Support. Und dann sehen wir uns in Stage Nummer 4, die am nächsten Samstag gespielt wird. Und damit haben wir uns die Chance, dann hoffentlich uns für die Top 16 zu qualifizieren. Haut rein.